Pipeline verlangt mir und allen anderen Beteiligten sehr viel ab. Das Besondere an der Olgal ist mit Sicherheit die Dimension dieses Vorhabens. Ein Projekt dieser Größenordnung, 480 Kilometer Pipeline durch drei Bundesländer, führt eine ganze Reihe von Herausforderungen mit sich. Ich muss den gesamten Naturhaushalt ermitteln. Boden, Wasser, Luft, Tiere, Pflanzen. Und dann schauen, welche Auswirkungen hat das Vorhaben, das ich betreibe. Also wie viel Fläche nehme ich in Anspruch. Kernbohrung gemacht, guckt, wie ist der Untergrund, wie ist der aufgebaut, ist Fels, wie viel Fels ist da, wie ist die Beschaffenheit. Hier für die Station sind wir für alles zuständig, von der allerersten Planung, Genehmigungsverfahren, Begleitung, Montage, Inbetriebnahme. Mehrere tausend Meter Rohr, 17.000/18.000 Schweißnähte. Am Ende gehen ja 55 Milliarden Kubikmeter Gas durch. Das Beeindruckendste bei diesem Projekt finde ich die Logistik, die dahinter steckt. Das ist so manchmal wie so ein bisschen Jonglieren und das zu koordinieren, das ist sehr herausfordernd. Die Vorbereitungen für die Realisierung der Olgal haben in Summe etwa 3 Jahre gedauert. Sie verläuft durch 3 Bundesländer, beginnt in Lubmin, dann gut 100 Kilometer durch Mecklenburg-Vorpommern, etwas mehr als 270 Kilometer durch Brandenburg und schließlich nochmal gut 100 Kilometer durch Sachsen und ist in Deutsch-Neudorf an der tschechischen Grenze mit dem System der Net4Gas verbunden. Für den Bau haben wir insgesamt nur 2,5 Jahre Zeit. Das ist auch nicht sehr lang für 809 Kilometer Pipeline, die wir errichten und eine Verdichterstation. Wir mussten Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren durchführen in 3 Bundesländern. Weiterhin kümmern wir uns im Projekt um die Beschaffung der Kompensationsmaßnahmen. Kompensationsmaßnahmen sind Maßnahmen, die wir erbringen müssen zum Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft, die aus dem Projekt resultieren. Von der Olgal waren insgesamt über 7.000 Grundstücke betroffen. Und diese 7.000 Grundstücke gehörten ungefähr 5.500 Eigentümern und mit denen mussten wir mit jedem einen Vertrag abschließen. Es gibt auch eine allgemeine öffentliche Diskussion über die Akzeptanz von Leitungstrassen. Auch das haben wir bei Olgal insbesondere gespürt. Und wir haben eigentlich ein Mittel gefunden und das ist Glaubwürdigkeit. Wir müssen erstmal eine geeignete Trasse finden und die Trasse dann raumordnerisch betrachten, Varianten miteinander vergleichen. Ich muss im Vorfeld den gesamten Raum, durch den ich mit meiner Pipeline laufen will, untersuchen. Ich muss die Biotope ermitteln, ich brauche Informationen über die Tiere und Pflanzenarten, die vorkommen. Ich brauche Informationen zum Boden, ich brauche Informationen zu den Schutzgebieten und ähnliche Dinge. Raumschutz ist ein großes Thema. Mecklenburg-Vorpommern, das Land der Alleen. Wir errichten eigentlich um jeden trassennahen Baum einen visuellen Schutz, der jedem Baufahrzeug anzeigt, Vorsicht, hier nicht weiterfahren, hier steht was, was heile bleiben soll. Eigentlich eine ganz simple Maßnahme, funktioniert aber ziemlich gut. Uferschwalben ist eine Art, die ihre Brutgänge in Steilwänden anlegt. Und es ist aber tatsächlich so, dass wir sehr viele Bereiche in allen 3 Baulosen haben, wo jetzt Uferschwalben ihre Nisthöhlen in den Graben angelegt haben und dort auch erfolgreich brüten. Und die werden dann von der Verfüllung des Grabens ausgenommen, bis die fertig sind. Ja.
Ein einzelnes Pipeline-Rohr ist 1,40 Meter im Durchmesser, hat eine durchschnittliche Länge von 18 Meter und wiegt ungefähr 15 Tonnen. Für die gesamte Eugal werden 47.000 Rohre verschweißt und verlegt. Für die Logistik der 47.000 Rohre hat Gascade eine App entwickelt namens Pipe Warehouse Mobil. Damit haben wir die Logistik für die Baustelle vereinfacht. Und zwar hat jedes Rohr einen Aufkleber bekommen mit Rohrstammdaten und einem QR-Code drauf. Sind die Rohre angekommen hier auf der Baustelle, erhält jedes Rohr eine laufende Nummer. Anhand einer Rohrfolgeliste werden die Rohre später verschweißt. Jedes Rohr hat dabei einen festgeschriebenen Ort. Gewässer und Schutzgebiete, Bundesstraßen, Autobahnen und auch Eisenbahnstrecken werden in der Regel geschlossen gequert. Und das macht es erforderlich, dass wir Rohre auf der Baustelle biegen, um eben Straßen zu unterfahren oder Richtungswechsel zu machen. Ungefähr 35 Kilometer südlich von Lubmin haben wir den ersten großen Fluss, den wir queren mit der Eugal. Und zwar ist das die Peene mit einem anliegenden Naturschutzgebiet. Dort haben wir ein Mikrotunneling-Verfahren zum Einsatz gebracht. Wir haben die Möglichkeit, Gewässer oder Naturschutzgebiete geschlossen zu queren. Da kommen auch Bohrpressanlagen zum Einsatz, da kommen auch Rohrrammen zum Einsatz. Wir haben Spülbohrverfahren, also HDDs, oder wenn es der Baugrund erforderlich macht, Mikrotunneling-Verfahren. In Lubmin, auf der ESD Lubmin 2, wird das Gas eingespeist in das deutsche und dann europäische Gasfernversorgungsnetz. Unsere GDRMs, ausgesprochen Gasdruck-, Regel- und Messstationen, haben wir 4 Stück. Und in diesen 4 Stück wird das Gas für die Eugal aufbereitet und gemessen und dann entsprechend auf die Reise geschickt. Vor 2 Jahren habe ich hier mit dem Kollegen Reisinger zusammen angefangen, die Anlage zu errichten. Und da war das hier renaturierte Industriebrachfläche. Die Kollegen hier vor Ort, der Herr Kehrer und der Herr Tschech, die sind ebenfalls seit 1,5 Jahren hier. Und seitdem wächst diese Anlage und wir sind eigentlich fast fertig. Ich kann mich daran erinnern, in 2016 haben wir so allererste Pläne gemacht, haben wir uns über Standorte unterhalten, was man als Standort verwenden könnte. Der Standort hier in Radeland ist deshalb ideal, weil wir ungefähr auf der Hälfte der Strecke sind und neuen Schwung für das Gas brauchen. Wir müssen den Druck erhöhen, ungefähr um 17 Bar. Eine Gasturbine und Verdichtereinheit, die sind üblicherweise in einem Gebäude eingebaut. Einerseits, um diese Ausrüstungsteile gegen Witterungseinflüsse zu schützen und außerdem, um Schall zu dämmen. Zusätzlich ist die Gasturbine auch noch in der Schallhaube untergebracht, um die wirklich ganz besonders leise zu gestalten. Für mich ist immer wieder die Erkenntnis bei so einem großen Projekt, dass eine gute Planung eine Grundlage ist für ein gutes Projekt. Ja.
Wir sind heute hier in der Nähe von Deutsch-Neudorf an der deutsch-tschechischen Grenze und wir verbinden das Deutsche mit dem tschechischen Erdgassystem. So was macht man ein einziges Mal auf der Pipeline und das ist hier ein besonderer Anlass, das mal zu feiern. Es kommen verschiedene Teams zusammen und das ist ja hier auch der Fall. Die gute Zusammenarbeit mit Net4Gas wollen wir nicht missen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist im Erdgassektor ein ganz wichtiges Element und ich denke, dass wir mit dem heutigen Event hier wieder einen Beitrag zur europäischen Energieversorgung leisten, einen gemeinsamen Beitrag. Ich bin mittlerweile 60 Jahre alt und für mich bedeutet diese Pipeline, das ist für mich eigentlich das letzte größere Projekt. So beeindruckend ist, wie das alles wie ein Räderwerk zusammenläuft. Einmal die Dimension der Leitung, dann hier die Topographie im Erzgebirge und auch der Termin. Rohrausfuhr, die ganze Logistik, das Rohrbiegen, das Vorstrecken, Rohrgraben auf, das Absenken, das Verfüllen, die Druckprüfung, alles, dass es so eingetaktet ist, dass es einen schönen Ablauf gibt. Die schlichte Größe beeindruckt mich jedes Mal wieder am meisten. Für mich beeindruckend an diesem Projekt die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gewerke. Dann die Zusammenarbeit mit den Menschen, mit den Teams hier vor Ort. Es ist also eine technische Logistik, aber auch eine menschliche, wo eine Hand sozusagen in die andere greift und so das Projekt zum Erfolg führt. Es ist für uns alle, glaube ich, hier im Team ein gutes Gefühl, dass wir auch ein so groß dimensioniertes Projekt professionell abgearbeitet haben. Ich denke mal, das hat uns als Firma unglaublich zusammengeschweißt und das war eine Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg, über Ressortgrenzen hinweg. Viele Nationen, ein Strang, ein Ziel, das ist toll. In absehbarer Zukunft wird so eine große Dimension an Pipeline nicht mehr gebaut werden.